So, da sind wir wieder zurück. Tut mir leid, meine Schwester hat gerade geklopft, ob ich mitkomme, weil sie weggehen wollte, aber nee, komm nicht mit. Dann auch mal aufnehmen. So, wie viele Scrap-Boxes haben wir hier eigentlich? Hier noch gar keine? Da schon fünf. Müssen eigentlich gleich zu sechs werden. Sobald wir hier einen Scrap produziert haben. Gucken wir gleich mal rein. Also ein Scrap fehlt uns noch und dann haben wir die sechste Scrap-Box hier schon. Kriegen wir das? Komm schon. Warum ich das mache, ist eigentlich ganz einfach. Ich will den ganzen Cobblestone loswerden. Ah, da ist sie, die sechste Scrapbox. Ich habe jetzt gerade gar nicht so doll darauf geachtet. Genau, und jetzt brauchen wir eben erstmal wieder. Eigentlich brauchen wir gar keinen zweiten Recycler. Voll dumm. Naja, egal, der ist einfach mal da. Ich leg den Scrap mal hier rein. Und ja. Warte, das Ding sortiere ich mal wieder aus. Also wie das und das. Und dann machen wir uns mal noch ganz kurz eben schnell eine Electric Wrench. Wrench. Hier. Electric Wrench. Dafür brauchen wir zwei, vier Stahlplatten. Ein Electronic Circuit. Genau, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 dafür. Soll ich 1 zu viel? Nein, oh. Jetzt habe ich wieder 1 zu viel genommen. So. Dann brauchen wir Redstone. Nicht das hier, das da, zwei Stück. Und Refined Iron. Eins davon. Und dann craften wir uns hier eben einen Electronic Circuit. Ich glaube, Stahl haben wir auch noch da drin sogar. So, dann brauchen wir noch eine RE-Batterie. Dafür brauchen wir Tin. 1, 2, 3, 4. Redstone. 1, 2. Und Copper Cable. Eine. Uno. Und was brauchen wir jetzt noch? Stahl. Hier. 1, 2, 3, 4. Copperkabel, so, Batterie und das werfen wir eben in die Plate Bending Machine. Und dann haben wir unsere Electric Wrench. Müsste ich mir eigentlich auch mal die ganzen Maschinen hier machen, die Plate Bending Maschinen USB. Okay, ich hoffe, das stimmt jetzt auch so. Steel Plate, Steel Plate, Steel Plate. Ich hoffe, das geht jetzt auch. So, we will see. Jawohl, eine Electric Wrench. So, warte, ich lade die hier gleich mal auf. Boah, 0, nichts. Ey, heftig. Krass, okay. Und, warte, wir könnten eigentlich den Canvas Bag hier mal umbenennen in Werkzeuge. Dann werfen wir in den Canvas Bag hier einfach unsere ganzen Werkzeuge rein. Guck mal einer an. Wie zum Beispiel unsere Electric Wrench. Tada! Und dazu können wir gleich noch unsere Industrial Craft Wrench legen. Ich glaube, das ist die Industrial Craft, ich hoffe. Ja, die hier. So, rein damit. So. Ja, der wird sowieso nicht genutzt, habe ich ja gesagt. Es wird nur noch der hier genutzt. Dann lege ich in den hier auch mal die Overclocker-Upgrades mit rein. So. Dann ist der eine fast enough for all und so. Und jawohl. Gut. Was können wir uns dann, also was können wir dann eben jetzt noch machen? Eigentlich sind wir ja zu gut wie durch. Stonehall, Tile of Pindas. Ich werfe das mal oben, hier unten rein. In die Chest. Wird jetzt gleich aussortiert. So, da haben wir's. Kommt jetzt hier rein. Genau, und das geht jetzt in den Recycler hier hinten. Okay, das Piece of Dust ist auch schon wieder weg. You dude, so.
Das ist der Werkzeugebeutel. Ein Jutebeutel haben wir da. Aber eigentlich, ich weiß nicht, ich guck mal gerade mal hier wieder durch die Mods durch. Was können wir uns machen? Eine Witchra. Boah, das ist heftig, eine Witchra. Find Iron, Advanced Alloy. Okay, das würde ja sogar noch gehen. Witchra Core. Alter. Iridium, ja. Okay, das Teil geht auch noch. Aber Iridium, das ist einfach das Problem. Wir bekommen kein Iridium. Außer mit dem Implosion Compressor. Okay. Aber das ist eben wieder der Gregtech-Block hier. Das finde ich ein... Ups, du bleibst an. Das ist der Gregtech-Block und das finde ich ein bisschen doof. Wie viel ist hier voll? Okay. Gut, aber eigentlich sind wir dann nicht so weit durch mit den Sachen, die ich heute machen wollte. Wir könnten... Ich weiß nicht, wo setzen wir uns denn als nächstes mal ran? Lol. Refined Uranium. Uranium-Block. Lol, okay. Gut, was könnten wir uns denn als nächstes machen, hör mal. Hier haben wir Scrap und da haben wir UU-Meter. Aber UU-Meter können wir uns nicht herstellen. Ich guck grad mal so die Sachen durch, was wir uns denn als nächstes machen könnten. Weil wir haben jetzt schon ziemlich viel Coffee. Empty Bose Panel. Ne, Barry, ne? Barrel, genau. Ein AKW, ey, hör mal, wir bauen uns ein AKW. Ja. Top Chest, Front Chest. Ja. Zaubern, weiß ich nicht. Tesla. Warranty, okay. Ich weiß nicht. Was wir uns als nächstes machen. Weil wir haben schon sehr, sehr viel, muss ich sagen. Prototype Omni Wrench. Ich bin gerade nicht so nah am Mikrofon. Ich war gerade die ganze Zeit weggesessen davon. Ja, das heißt jetzt hier das ME-Zeug. Ich habe mich damit noch nicht so... Oh, unser Haus könnten wir dekorieren, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt machen. Oak Desk. Hier ist das im E-Zeug, genau. Twilight Forest. Cool. Okay, warte, ich gucke jetzt einmal nochmal ganz kurz hier unten rein, wie viel Scrap wir produziert haben. 11 Scrapboxes haben wir schon. Krass. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um den ganzen Scrap, den ganzen Cobblestone loszuwerden. So, dann swappen wir hier nochmal ganz, ganz fast durch. Ja, das ist das ganze Gregtech-Scheiß-Ding. Electric Crafting Table, Inventory Manager. Industrial Sawmill, Industrial Compressor. Quantum Tank, okay. Alle vorne ist. Wo ist denn überhaupt, Raffinerie? Wir gucken mal nach einem Blast Furnace. Hier, genau, das sind 3 mal 4 mal 3. Also wie jetzt? 3 mal 3? Chill nicht. Nether Brick Magma Cream. Dafür brauchen wir Slime Balls. Okay, wir haben keinen Slime. Das heißt, wir sollten demnächst mal Slimes farmen gehen. Und ich lege mich mal eben ganz gut schlafen. Kein Bock mehr auf das Wetter hier. Ups, nein. Bin nicht aufgestanden. Ja, also ich denke, das nächste, was wir da machen werden, ist, uns an, wie heißt es, an eine
TBM zu setzen, eine Tunnelbaumaschine. Dafür brauchen wir Solarpanel. Und zwar diese hier. Die machen wir mit Blue Alloy Ingot. Silver Ingot und Nikolit. Okay. YouTube. Blue Dope Warfer. Brauchen wir Silicon Warfer und Nikolit für. Okay, gut, gut, gut. Das wäre dann also unser Ziel für die nächste Folge. Solarpanel herzustellen. Und, das Ding geht hier ratzfatz durch, ey. 0, nix. Der ist auch voll. Wie viel Zeit haben wir noch? 9 Minuten hätten wir sogar noch. Dann würde ich fast mal vorschlagen, wir holen uns hier mal Silikonwaffe raus. Und wie war das jetzt? Wir brauchen das hier, dafür brauchen wir Silber und Nikolit. Silber haben wir hier. Und Nikolit. Nikolit. Nehmen wir mal ein paar mehr mit. Ich nehme auch mal das andere Silber mit, und zwar das hier. Weil ich würde gerne mal wissen, ob man das mit beiden machen kann. Solarpanel. So, dafür brauchen wir Sand. Haben wir noch Sand drin? Scheint nicht so. Okay, dann machen wir uns mal eben Sand. Warte, das ist der Kompressor. Hier will ich rein. Oh, das dauert so ewig. Oh mein Gott. Und dann bauen wir noch Kohl. Ja. So. Das muss reichen. So, stopp. Als erstes kommt hier mal Sand und Kohle rein. Und danach kommt da Silber und Nikolit rein. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau, Silber und Nikolit brauchen wir dafür. Silicon Boil. Warum hat der jetzt gleich 2 Stück gemacht? Verstehe ich nicht. Ich habe meine Handsaw vergessen. Meine Diamond Handsaw. Könnte ich auch gleich mal in den Werkzeugebeutel packen. Weil für was haben wir den denn? Ich sehe ganz unten irgendwo. Ja. Und dann packe ich die gleich in meinen Werkzeugbeutel. Werkzeuge. Aber zuerst machen wir uns hier unseren Stoff. So. Okay, das Ding ist schon mal fertig und jetzt will ich einmal ausprobieren, ob das so geht. Scheint nicht so. Oder? Geht es? Es geht. Ja, es geht. Blue Alloy Ingot. Ich sag einfach mal, ich mach davon mal 10 Stück in etwa. Und, warte, was brauchen wir jetzt noch? Blue Dope Warfer, davon mal Silicon Warfer und Nikolit, aber das haben wir ja. Sehr wenig, das kommen wir hier drauf. Hm. Warte mal, ich habe hier noch eine Beule. Ups. So will ich das machen. So, warte, das soll jetzt erstmal reichen. Das da brauche ich jetzt nämlich. Und davon, boah, da kriegen wir 1 raus. Alter, soll ja ewig jetzt. Wir brauchen 8 Stück und
Blue Alloy Ingot. Boah, krass. Guck ich mich mal hier bei Chiu um. Was der hier so hat. Oh. Eine MFSU, Transformer, eine MFE. Power Armor Tinker Table. Die Tür. Oh mein Gott, 5 Stück sind schon fertig. Rolling Machine, Recycler, okay, den haben wir auch schon. Okay, Extractor, Macerator, Plate Bending Machine. Okay. Was ist das hier? Industrial Centrifuge. Silikonzelle. Okay. Krass. 8 Stück, okay. Ein Solarpanel haben wir schon mal fertig. Ich dachte gerade, wir haben ein zu wenig, so lol. Solarpanel. So, eins davon haben wir dann schon mal. Und ich packe hier noch mein Nikolit rein. Und, ja, mehr gibt's dann auch gar nicht, ne? Es gibt doch hier, muss mal ganz kurz gucken. Lithium-Batterie, Single-Use-Batterie. Was sind die Batterie-Box? Hier, Battery-Box. Bad Battery. Ne, BT Battery. Und mal Nikolit, Copper und Zinn. Okay. BT Battery, BT Battery. Wo liegt der Unterschied? Es gibt keinen. Okay, gut, 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 gut. Wie viel Scrap haben wir? Gucken wir eben nochmal nach. Hat sowieso nichts zu tun. 21, Alter. Gut, fast 22. Jetzt, Achtung, jetzt gehen gleich hier die 8 Scrap weg. Und es wird ein 9er draus, wenn wir endlich Scrap bekommen würden. Kommt ja nicht immer raus. Zum Glück, wie viel wir dann hätten. Hier, da sind die 9 wieder weggegangen und haben sich zu einer Scrap-Box verwandelt, wegen dem Fabricator. Und jetzt haben wir 22 Scrap-Boxes. Und da oben haben wir auch noch irgendwo Scrap-Boxes drin. So, aber jetzt haben wir, jetzt überziehe ich gerade. Nee, mach ich gar nicht. Warte. So, ich bin hier drauf gegangen. Nikolit, Zinn und Copper. Copper, Zinn und Nikolit habe ich hier. Nikolit, Copper, Zinn. Ach, das Silber. Ich bin doof. Wo ist, das ist Silber, hier, Martin. So, Tin, Copper, Nikolit. Tada! Mal 4 Stück davon, obwohl 5 kommen. Das ist eine runde Zahl. Und dann gucken wir gerade mal nochmal, wie es hier hinten aussieht, du. 16 Stück, guck mal einer an. Können wir uns schon wieder zwei Panels machen? Und was hier? Zwei Solarpanel. Unglaublich. So. Aber für die brauchen wir dann nicht die gewöhnlichen Copper-Cable, sondern etwas andere. Oh cool, ich kann die hier oben sogar platzieren. Bitte sag mir, dass ich die damit abbauen kann. Jawohl. Dann machen wir doch hier oben so ein kleines Solardach hin. So, Battery Box brauchen wir. Habe ich noch einen Shiny Ingot? Klare Sache. Dafür brauchen wir ein Holz. Oh, ich habe keinen Eisen. Iron. So, wir das Eisen, Batterien, Holz, Shiny Ingot. Battery Box, tada! So.
Das kommt alles mal weg hier. Kohle, Cobblestone. Die Teile müssen wir behalten. Ich nehme mal ein bisschen Nikolit wieder mit. Gut, dass wir es mitgenommen haben. Jetzt können wir es gebrauchen. Früher hätte ich es wahrscheinlich recycelt. So. Nee, 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 stopp, 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 stopp. Jetzt bauen wir mal wieder hier. Oh, jetzt habe ich kein Silber mehr. Egal, ich lasse die jetzt erstmal durchlaufen und danach hole ich das Silber. Und mache mir Blue Shiny Ingot. Aber das ist cool. Haben wir oben schon mal so einen kleinen. Sieht stylisch aus und es bewirkt auch später was. Wollte ich hier das ablegen. Blue Drop Warfare behalte ich mal im Inventar. Und dann gucken wir noch einmal ganz kurz, wie viel Scrap wir haben. Again. 25, ja, das Ding produziert hier am laufenden Band, ne? Mich würde auch gerade mal interessieren. Wie lange haben wir noch? Eigentlich überziehe ich schon wieder gerade, aber das ist egal. Mich würde gerade mal interessieren, warum es Nacht ist und wie viel noch in der Kiste da hinten drin ist. Weil so langsam leert sich die ja, auch wenn es Stück für Stück ist, weil ja die einzelnen immer Items rauskommen. Die Items immer einzeln rauskommen. Sprich, wir bräuchten halt für einen Stack fast eine Minute. Ja, obwohl die sind jetzt schon ziemlich schnell hier, die Teile unterwegs. So ist das doch schön. So, füllen wir hier die wieder auf. Kiste soll ja auch nicht leer gehen, ne? So, zack. So muss das. Und ihr pumpt hier schön weiter, ne? Am laufenden Band. Wo ist das doch schön? Okay. Gut, ich sage jetzt an der Stelle einfach mal, ja, tschüss. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen, natürlich wie immer. Wir haben wieder was Neues geschaffen und sind ein Stück unabhängiger geworden. Voll dumm. Und ja, für was wir die Batterien und so weiter brauchen, erkläre ich euch in der nächsten Folge von Beast City. Wahrscheinlich dann auch mit dem Special Gas. Wir werden sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, ich schreibe den nachher gleich mal an. Und ja, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Aufnahme von Beast City. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, wir sehen uns. Na, tschüss.